Aufnahme sehen kann. Schöner Abschlag. Ich hoffe es. Oh nee, 4 Punkte. Das war doch schon ganz gut. Ey, Stefan hat schon 32. Komm, jetzt streng dich doch mal an hier. Ist gar nicht so einfach. Na stimmt, wir haben auch schon wieder... Was? Wir haben schon wieder nach 1 Uhr? Ja, selbst schuld. Gut, und nächstes Mal... Ja, du hattest dich ja beschwert, dass ich morgens nicht wach bin. Also musste ich dich ja dazu kriegen, dass wir morgens wach sind. Ich hatte mich nicht beschwert, oder? Ja, aber auf einen Sonntagmorgen um 8 Uhr das Spiel aufnehmen. Wie krank bist du eigentlich? Ja, ich konnte nicht mehr schlafen. Ja, hast du ja nebengeschossen, ne? Ich bin rausgeflogen. Ferkelchen. Und auch heute Abend liegt er vorn. Ein viel zu Stefan ist dran. Ja, jetzt macht er noch ein paar Mal 10 Punkte und dann kann ich es eh nicht mehr einholen. Der kannst du jetzt schon nicht mehr einholen. Du hast die Hälfte von ihm, noch nicht mal die Hälfte. Ich habe 24 Punkte und er 32. Ja, also, jetzt hat er 38. Okay, bei mir hast du noch 18. Tja, da siehst du mal, wie du der Zeit hinterherhängst. Du alter Sack. Was kann ich denn dafür, wenn ich hier sehe, wie hier Quadrate sich immer wieder aktualisieren? Echt? Ist das verpixelt? Bei dir? Nein, das, also die Qualität ist schon Bombe. Nur ist es halt eben eine Diashow. Ach so. Ja, da siehst du gerade meine Urlaubsbilder, als ich in Köln war, ne? Mhm. Damals war ich nicht rasiert und war ein Heavy Rocker. Und hab Angel of Berlin gesungen. Der war doch auch bei Solitary oder so dabei, der Martin. Ja, der ist bei Solitary auch gewesen. Du guckst auch Solitary? Ich hab's mal geguckt, aber dann... Oh Gott, dieser Lied, also wie die da auf den Nagelbrett stand und gesungen hat. Ja, hab ich nicht gesehen. Echt nicht? Ja, ist das eigentlich schon vorbei? Angucken. Weiß ich nicht, ich hol mir ja mal ein paar Folgen immer runter und dann guck ich die. Du holst sie dir runter? Ja, vom Internet. Aber da geht noch mehr. Vorm PC. Ja. Oh, mein Rendern ist fertig. Oh, schön. Jetzt ist die Dateiübertragung gleich viel schneller. Wollen wir doch hoffen. So weit, so gut. So, jetzt 10 Punkte. Jawohl, direkt in die Mitte, Mann. Bullseye. Einmal in seinem Leben trifft er die Mitte. So, jetzt. Wenn ich jetzt noch über 6 Punkte schaffe, dann... Ja, du hast ja dann nur eine Auswahl zwischen 6 und 10 oder beziehungsweise über 6, also musst du nochmal ein Bullseye machen. Oh ja, toll. Bullseye kommt. Ich weiß zwar nicht, wer das programmiert hat, also der konnte nicht zählen. 46 zu 46. Mitte shit, oder? Ich hab verloren. Warum hast du verloren? Nee, Sudden Death. Entscheidungsrunde. Ich wollte gerade sagen. Ey, aber da hätte ein Ball für die Entscheidungsrunde auch gereicht. Da machen sie wieder 3 Bälle. Sehr schön. Das gibt ein paar wertvolle Punktchen. Mama. Die Musik hat irgendwie was Einschläferndes. Nee, ich finde, das erinnert mich so ein bisschen an die Mitternachts-Striptease auf DSF. Die sexy Sportclips, Mann. An das erinnert mich das. Wie viele Punkte bringt dieser Ball? Wo ich noch jünger war, so 14 oder so. Ja, ist klar. Ich versuche da nicht herauszureden. Nee, Quatsch, da war ich 12 oder so. Oh ja, da gab's. Nee, wirklich, da war ich noch ein bisschen nicht reif. Da habe ich immer gedacht, so sieht also die Selbstbefriedigung bei Frauen aus. Die haben sich ja die ganze Zeit gestreichelt. Also wenn ich ehrlich bin, ich habe erst 9 Live entdeckt und dann DSF. Was lief auf 9 Live? Lola oder Lolette irgendwie? Nee, auf 9 Live waren auch immer diese. Bei DSF sind es ja die Sexy Sports Clips und bei 9 Live, da hatten sie immer diese Amateurvideos. Ah ja, aber jetzt kriege ich ja inzwischen das 4. her, das ist viel besser. Oh. Soll ich dir was verraten? Und was denn? Los geht's. Ich habe Internet. Und du holst dir alles runter aus dem und Internet. Und nächstes Mal ein bisschen mehr in die Mitte, ja? So, ich brauche jetzt 10 Punkte, weil ich hier total von Möpsen abgelenkt werde. Hey Leute, wäre nett, wenn du deine Webcam kurz ausmachen könntest. Dann könnte ich mich besser Concentration. Ey, das darfst du gar nicht hochladen hier. Bitte mal ein USK 18 Logo vorher. Ich hab verloren. Nee, schon wieder Sudden Death. 64 zu 4. Komm, jetzt mach ich dich da. Und schon wieder 3 Bälle. Mann, so wird die Spielzeit in die Länge gezogen.
Ich muss aufpassen, meine externe Platte ist bald voll. Also, ich kann doch das ganze Spiel gar nicht aufnehmen am Stück. Meinst du, der beim bei der letzten Aufnahme umgefallen ist? Hä? Der Ball rollt die Zielscheibe entgegen. Beim letzten Schlag den Raab hast du gesagt, gemacht, scheiße, jetzt mir die Festplatte umgefallen, die externe. Muss man erstmal nachmachen. Ich guck das ja begeistert von dir. Ja, ich weiß. Ich guck am liebsten deinen. Eigentlich dürfte dein Let's Doku von Most Wanted gar nicht Let's Doku Most Wanted Ach, heißen, sondern Let's Doku Hallowed. Oder Let's Read Hallowed Lebenslauf. Let's Read vor allem. Ja? Vielleicht wenn schreibst du... Let's Hear. Weil, hört ja zu. Oh Mann, du bist so fies, weißt du, wie spät es ist? Ich weiß, du... Jetzt gehst du erstmal vor den Fernseher und guckst dir einen neuen Live an, aber... Ich hab, soll ich dir was sagen? Ich hab hier zwar einen Fernseher, aber da empfange ich keinen neuen Live mehr drauf. Nicht? GEZ nicht? Nee, ich hab, nee, DVB-T. Ach so. Oh, ich da empfängst du ja nichts drauf. Muss ja Kabel 1 angucken. Hey, jetzt hör, ich muss mich hier wirklich konzentrieren, ne? Titel. Oh, schon wieder zu leicht, Mann. Du hast wieder geflüstert. Gute Punkte, aber da geht noch mehr. Okay, mir reichen jetzt 2x6 Punkte, dann hätte ich Stefan abgezogen. Big booty bitches, bitches, big booty bitch. Schade, dass sowas nicht auf DSF gelaufen ist. Dann hätte ich heute einen schwarzen Fetisch. Feini fein, aber schaffst du auf die Mitte? Und der Motorrad sagt feini fein. Hätte ich heute einen schwarzen Fetisch. Ey, ich glaub's geht los. Ein sauberer Schwung mit dem Schläger, aber wo wird und zum Schluss nochmal schön 10 Punkte rausgeholt, nein, jawohl. Perfekt. Wieder ein Zonden-Dev? Nee, ich hab gewonnen. Wow. Stefan kackt total ab. Naja, Stefan wurde ein bisschen von unserem Brustgespräch abgelenkt. Klar, deswegen hat er auch so ein Grinsen im Gesicht. Oh Gott, da hatte ich jetzt letztens mit Manu so ein tolles Gespräch. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind. Er meinte nur von jetzt auf gleich, wusstest du eigentlich, dass nur blonde Frauen pinke Nippel haben? Was? Das sagt er einfach mal so, in den Raum reingeschmissen. Ich weiß nicht, von jetzt auf gleich hat er mit so was angefangen. Das war, während wir seine Homepage eingerichtet haben. Habt ihr da über den Hintergrund von der Homepage geredet, oder? So, Flaggen. Es werden uns Flaggen angezeigt und ich muss das Land zuordnen. Kommt euch das bekannt vor? Ja, das kriegst du euch hin, oder? Was ist denn das hier? Das ist doch Uruguay. Richtig. Ich sehe noch nicht meine Flagge, ich habe nur die Spielinfo. Ja, ich habe das voll drauf, außer es kommen so kleine Scheißländer, die keiner kennt. Eine weitere Runde beginnt. Immer wieder verblüffend, was für Flaggen... Das ist Italien. ...korrekt erkannt werden. Bist du besoffen? Was ist das für eine Flagge? Ich sehe es doch noch nicht wahr. Das ist... Oh, weiß ich nicht. Syrien. Falsch. Tippen die anderen Spieler nun richtig, bekommen Sudan. Sie einen Bonus für die nächste Frage. Oh, Mann. Hätte ich dir sagen können. Ich sehe es zwar noch nicht mal, aber hätte ich dir sagen können. Darf man Stefan das glaub ich dir. Einfach davonkommen lassen? Wo gehört diese Flagge hin? Oh, rot-weiß-rot. Aber rot, das weiß, ist ein bisschen. Rot ist Belgien. Nee, rot-weiß-rot ist Österreich. Oh, oh. Nee, Schweiz. Ach Quatsch, Schweiz hat ein weißes Kreuz in der Mitte. Stimmt. Oh, es war Lettland. Ich hab der doch Mann gewusst, dass die Streifen irgendwie nicht zueinander gepasst haben. Stefan Raab räumt ab. Könnt ihr noch? Hier kommt die nächste Runde. Zu welchem Scheiße, jetzt hat den Zweifachbogen. Diese Flagge. Was ist denn das? Blau, gelb, blau und irgendeine Kacke in der Mitte? Kambodscha. Was machst falsch du denn? Jetzt schnappen sich die anderen vielleicht einen Doppel. Afrika wahrscheinlich oder so. Barbados. Kennst du das? Was? Barbados, wo die Barbaren herkommen aus WoW. Aber schön, wie du das R betonst. Ja, ich oder bin Holz. Kleiner Rüssel. Bist du bloß eifersüchtig auf meine flexible Zunge? Das ist... Punkt, Punkt, Punkt. San Marino. Richtig. Guck Most Wanted weiter, dann wirst du verstehen, warum ich jetzt Punkt, Punkt, Punkt gesagt habe. Diese Runde geht an Tom. Wie soll ich weiter gucken, wenn du zu faul bist, Videos hochzuladen?
Ich lad gleich nach der Aufnahme schon die nächste Runde. Ja, dann hoffe ich doch für dich. Das war nicht, weil ich gehe ja eh wieder erst um 7 oder so ins Bett. Da brauchst du nicht mehr ins Bett gehen, da trinken wir zusammen Kaffee und nehmen weiter auf. Cool. Nee, so, wer, so ein richtig trashiges Wer wird Millionär gegeneinander. Das wäre doch was. Weiter geht's mit der. Das wäre cool, ja. Diese Flagge gehört zu Südkorea. Das weiß jedes kleines Kind. Man bekommt fast den Eindruck, der Tom hätte das vorher geübt. So sicher, wie er hier auf die richtige Flagge getippt hat. Hey, Tom hat das hier vorher geübt, ey. Hier mitgemacht. Ah, das ist Vereinigte Arabische Emirate ist falsch. Da musst du nur darauf achten. Also da musst du, wenn die Flagge irgendwie Gold, ganz viel Platin, ganz viel Silber enthält und ein paar Diamanten, dann hast du die Vereinigten Arabischen Emirate. Kontrollen durchführen zu lassen. Ich dachte eher, das wäre dann die Nationalflagge von den Juden. Von den was? Vergiss es, das war böse. Jetzt habe ich die Flagge nicht mal angeguckt, aber ich habe richtig geraten. So wie immer. Das ist Japan, das sieht doch jeder. Okay, hellblau und gelb unten, gestreift, quer. Was ist das? Hellblau und gelb unten gestreift? Ja, was soll ich zur Auswahl? Sag halt einfach an, das muss man doch wissen. Dann müssen jetzt wohl die anderen tippen. Das gibt Monaco. Das ist Ukraine. Nein, das ist hier Liechtenstein. Nee, Liechtenstein hat irgendwas Rotes. Rot-Grün sowas. Seid ihr mit den Pazifisten gegangen, oder was? Und was war's? Ukraine. Ukraine. Ach, wer soll denn sowas wissen? Okay, ich hab jetzt wieder aufgeholt von den Bildern. Was ist denn das? Ohne das Zeug in der Mitte wäre es Italien, aber so Jordanien ist falsch. Tippen die anderen Spieler nun richtig, bekommen sie einen Doppelbonus für die nächste Frage. Aha. Das ist Kuwait gewesen, oder nicht? Nee, Tadschikistan. Was gibt es denn hier für Länder heutzutage, bitteschön? Guck, hier hast du die Schweiz. Kannst du jetzt mittlerweile eins machen? Was hast du gesagt? Ich sag, kann sich heutzutage jeder ein eigenes Land machen mit einer eigenen Flagge? Macht sich Tom natürlich. Das ist Schweiz, das sieht ja jeder. Ja, du hättest vorher auf die andere Flagge Schweiz getippt. Ohne Kreuz. Diese Flagge hier. Nee, Österreich. Das ist doch Griechenland. Oh. Schlimme Sache. Unter diesem Schopf sitzt ein fähiger Kopf. Diesen Job ist ein fähiger Kopf. Ja, ist klar, Sprache, ne? Ist klar. Zu welchem Land gehört? Guck mal über dich, ob da irgendwo ein Job klebt. Oh oh, jetzt können die anderen einen Doppelbonus ergattern. Ah. Diesen Sound haben sie im Übrigen geklaut vom Familienduell. Was soll das? Hab ich nicht angeguckt. Soll ich eine Friedenspfeife rausholen? Echt nicht? Hattest du keine Kindheit oder was? Doch, aber damals gab es noch nicht mal Fernseher. Schwarz-Weiß. Was machst du denn? Guck jetzt dir mal die Flagge an, die kennst du sicher nicht, die du jetzt gleich sehen wirst. Moment, wenn sie denn auftaucht. Weiter geht's. Das ist Kiribati, eindeutig. Das war Grenada. Oh, jetzt kommt ja noch was Besseres. Da war ein fähiger Designer am Werk, das zeige ich dir. Warte, in Deutschland fragen? Nee. Irgend sowas anderes. Guina habe ich geraten und Punkt gewonnen und gewonnen. Als ob er das Geld jetzt schon kriegen könnte. Es gibt Flaggen, die gibt es gar nicht. Ja. Solche Flaggen würden manche Leute nicht mal auf ihre Homepage packen, weil die so hässlich ist. Ich würde in ihren Sprachen jede Homepage übersetzen. Das ist total wichtig. Warum kommen die ganzen Entwicklungsländer hier rein? Curling kommt, hey, willst du spielen? Oh, so gerne. Ah. Curling, das typische Engländer-Spiel eigentlich fast, aber die spielen das glaube ich in Finnland am meisten. Naja, England hat auch Fußball erfunden und kacken nur ab. Ja, ist klar, Fußball kommt auch ursprünglich aus Brasilien, oder nicht? Nee, Fußball kommt aus England. Deswegen ist England das Mutterland des Fußballs. Gott.